Ich habe ein Team erstellt. Bei den Kanälen habe ich drei Kanäle erstellt. Es macht Sinn, dass diese Kanäle den Schulfächern entsprechen. Und ich habe bereits ein Klassennotizbuch eingerichtet. Komisch, dass das Angebot noch immer hier steht, als wäre da noch keines eingerichtet. Ich habe es schon eingerichtet hier bei Klassennotizbuch. Ich lande gerade beim Jahresüberblick, einfach bei der letzten Seite, die ich geöffnet hatte. Hier beim Bücherregal sehe ich einen Überblick. Ich zeige, wie man nun Inhalt in die Bibliothek einfüllt. Excel, das ist das eine Fach. Dieser Abschnitt hat eine blaue Farbe. Ich ändere mal die Farbe mit einem Rechtsklick. Abschnittsfarbe. Es macht Sinn, dass Excel grün dargestellt wird. Und ich habe hier einzelne Seiten erstellt, die gehören zu diesem Abschnitt Excel. Zuoberst den Jahresüberblick, der ist noch leer. Die Formelsammlung ist noch leer, also das ist alles noch leer. Und ich füge nun hier den Jahresüberblick ein. Ich klicke hier rechts in diese leere Fläche, dann verschwindet der linke Teil. Das ist praktisch, dann habe ich hier mehr Platz und ich könnte nun hier bei Einfügen eine Tabelle einfügen und gerade sofort beginnen. Oder ich kann das auch von irgendwoher kopieren. Ich gehe mal zu Word. Ich habe hier bereits eine Word-Tabelle, kann diese Word-Tabelle markieren. Ctrl-C zum Kopieren, gehe wieder zu meinem Notizbuch zum Jahresüberblick und füge nun diese Tabelle hier wieder ein mit Ctrl-V. Ich will nun diese Tabelle noch ein bisschen besser darstellen. Ich packe zuerst den Rand dieses Objektrahmens, ziehe den ein bisschen in die Breite und kann jetzt auch die Tabelle darin in die Breite zupfen, etwa so, und bin nun bereit, diese Tabelle zu bearbeiten. Ich klicke wieder auf das Bücherregal. Das nächste wäre die Formelsammlung. Wie kommt hier die Formelsammlung rein? Ich gehe mal hier auf Einfügen und zeige, wo meine Formelsammlung liegt. Komisch, ich kann gar nichts einfügen. Doch, ich bin immer noch hier im Titel. Ich stelle den Cursor hier auf die leere Fläche. Hier gibt es nun zwei Möglichkeiten, diese Datei einzufügen. Wenn ich hier auf Ordner gehe, kann ich die Dateianlage einfügen, dann sehe ich nur ein Symbol dieser Datei, kann sie natürlich öffnen oder den Dateiausdruck einfügen, das mache ich nun einmal. Hier ist die Formelsammlung, öffnen. Hier ist die Sammlung und ich sehe sofort in die Datei rein. Das heißt, das ist der Vorteil des Klassennotizbuchs, dass ich den Inhalt sofort sehe und ich habe hier oben immer noch das Symbol und kann sie auch direkt als Word öffnen. Wenn ich nämlich im Allgemeinkanal oder dann eben im Excel-Kanal hier oben eine Datei anfüge und zur Verfügung stelle, dann ist es nur ein Dateisymbol und man muss immer noch zuerst darauf klicken, um die Datei zu öffnen. Ich bin zurück im Klassennotizbuch. Wie könnte das nun weitergehen? Ich gehe hier zur ersten Lektion Operatoren und Funktionen und füge zum Beispiel zuoberst einmal die Lernziele ein. Ich gehe dorthin, wo die Lernziele formuliert sind und kopiere das hier rein. Als nächstes füge ich Schulungsunterlagen ein. Ich gehe hier zu Einfügen, Ordner. Ich will das gar nicht ausdrucken, sondern nur als Dateianlage einfügen. Hier Anleitung, Eingaben, Operatoren. Ich öffne das nicht wirklich, ich füge das an. Es erscheint hier ein Symbol, ein Word-Symbol. Man kann das jederzeit hier öffnen. Als nächstes möchte ich einen Anleitungsfilm einfügen. Ich habe den hier bei YouTube hochgeladen. Ich klicke in die Adresszeile, hole mir diese Adresse, Ctrl-C, gehe hier im Klassennotizbuch auf Link einfügen. Füge hier bei der Adresse diesen Link ein und kann den nun noch betiteln. Eingaben, Operatoren, Funktionen einfügen, aber dann erscheint hier nur ein Link. Es geht schneller und es ist nachher auch praktischer, wenn ich diesen Internetlink hier oben
kopiere, Ctrl-C, und hier im Klassennotizbuch direkt einfüge, Enter drücke, es geht einen Moment, dann erscheint hier der Film. Das heißt, man kann sofort den Film hier aus dem Klassennotizbuch anschauen. Ja, ich würde diese Texte hier, diese Links wieder löschen, um das Ganze schlank zu halten, denn man kann den Film hier ja anschauen, hier steht der Titel drin, und wenn man den ansieht, kann man den auch größer anschauen und ist ja sowieso dann bei YouTube. Jetzt fehlen noch Unterlagen, Aufgaben, die füge ich hier unten noch ein. Ich zeige drei Varianten, zum Beispiel, ich gehe ins Word, denn hier habe ich den Auftrag formuliert, markiere die Aufträge hier, Ctrl-C, gehe zum Klassennotizbuch, Ctrl-V, dann ist es hier als Text drin. Oder ich gehe wieder zurück. Hier beim Startregister kann man auch jeden Arbeitsschritt wieder zurückmachen. Ich füge das nun anders ein. Ich gehe zu Ordner Dateianlage einfügen. Hier ist die Aufgabe öffnen. Dann erscheint nur wieder ein Symbol, ein Word-Symbol. Man könnte das nun öffnen und die Aufträge lesen. Aber ich will ja den Vorteil dieses Klassennotizbuches nutzen und das nicht hinter einem Symbol verstecken, sondern die Aufgabe gerade zum Lesen präsentieren. Also ich lösche das wieder und ich verwende die dritte Art. Ich gehe zu Dateiausdruck einfügen, gehe wieder zu den Aufgaben, öffnen. Jetzt wird der Ausdruck hier eingefügt. Das ist ein Foto dieses Auftrages und hier die Word-Datei ist auch noch hier. Die lösche ich nun, denn es genügt ja, wenn man den Auftrag lesen kann. Also jetzt sind alle Unterlagen zu dieser Lektion hier in dieser Seite bereit. Und wenn ich wieder zum Bücherregal gehe, steckt das nun alles hier drin in dieser Lektion. Da ist wieder die Formelsammlung und das nächste Mal kann ich wieder eine Seite hinzufügen, das Datum eingeben und das Material wieder zur Verfügung stellen. Das war's.